Und damit, okay, Leute, was geht und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Der Mod, bei dem das Spiel so ein bisschen verändert wird und es wieder mehr in Richtung einem Paper Mario zurückgehen wird. Ganz genau. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine. Wir sind beim letzten Mal, beziehungsweise haben beim letzten Mal Buntstifte bekämpft, ganz cursed, und sind mit dem Zug, beziehungsweise mit einer Seilbahn hierher gefahren. Und jetzt sind wir hier und folgen der blauen Luftschlange. Tolle Aussicht, oder? Und seht euch mal das Gebäude da drüben an. Sieht ganz wie ein Tempel aus. Ich könnte wetten, dass das Wasserpergamenton an genau diesem Ort wohnt. Hm, da hast du wohl recht, Bobby. Das sieht wirklich so aus wie eine Art Wassertempel. Und von einem Tempel des Wassers fehlt nicht viel zum Wasserpergamenton. Das ist der Tempel des Wasserpergamentons. Bin ich nicht schlau, Mario? Wir haben es gefunden. Das muss das Zuhause des Wasserpergamentons sein. Des Gebieters über alles Fließende. Das würde Sinn machen. Ist dieser Wasserpergamenton also Experte für alles, worin man planschen kann? Dann sollten wir besser schnell fragen, ob es den ausgetrockneten See wieder füllen kann. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Steppen wir doch mal hin. Ey, ich liebe es schon wieder, hier weiter aufnehmen zu können. Ich habe so viel Lust, Neues zu entdecken. Custom NPCs, Custom Gegner, ich hab Bock. Sieh dir mal diesen Fallkreis an. Schreit förmlich nach Wasserpergamenton. Ja, ganz genau. Und Guys, falls, für die Leute, die es nicht wissen, das Ganze läuft natürlich hier in 4K mit 60 FPS. Ich hoffe, ihr könnt das auch so genießen. Da unten sehe ich doch eine Kiste. Nehmen wir mit. Und darin befindet sich ein Laubhaufen. Kann man machen. Wieso denn auch nicht? Dann würde ich sagen, geht's hier runter in das ein bisschen sehr hohe Gras. Toll, so schön hohes Gras. Ist das nicht cool? Bobby, da drin könnten wir dich leicht aus den Augen verlieren. Bleib in unserer Nähe. Oh, nee. Wenn sie das schon so sagt, weißt du? Da sehe ich Fuzzies. Ich will aber zu diesem Block eigentlich nur hin. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wie wir da hinkommen. Und Bobby ist weg. Nein, der steht da noch im Gras. Okay. Wir haben es durch das hohe Gras geschafft. Ich habe das Gras die ganze Zeit durch eine Tasche hindurchgespürt. Das hat so gekitzelt. Ich musste ständig lachen. Ist das der Tempel? Sieht so aus. Oh, seht mal, wir sind ganz nah am Tempel. Wir werden im Handumdrehen da sein. Nur noch ein kleines Stückchen. Kein Problem, oder Bobby? Und weg ist er. Ja, wie vermutet actually. Aber wir können hier saven und das finde ich eigentlich ganz schön. Wundervoll. Ja, dann suchen wir doch mal Bobby. Oh, oh ja, hier hinten gibt es einen Secret Exit. Und da ist er auch schon. Ja, du wartest auch auf deinen Kumpel? Ich auch. Kumpel haben ist so eine tolle Sache. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Bobby, was machst du hier? Wir wollten zum Tempel, Mann. Kann doch nicht sein, dass du dich verlaufen hast. Onkel M, Tantchen. Ich wusste doch, dass wir uns früher oder später wieder hier treffen würden. Seine Kumpel wiederzusehen ist auch ziemlich toll. Kann ich ebenfalls empfehlen. Hey, du hast deine Kumpels getroffen. Da geht echt nichts drüber. Lass uns eine Super-Duper-Dosen-Party schmeißen, um was zu feiern. Shy away. Eine Super-Duper-Dosen-Party? Das klingt unfassbar spaßig. Ich hab mega Lust da drauf. Moment, nein, wir müssen erst zum Wasserpergamenton und danach können wir eine super spaßige Dosenparty feiern. Komm schon, Bobby, verabschiede dich von deinem neuen Freund. Na gut, Tantchen, dann lass uns gehen. Tschüss, Mr. Shy Away. Da ist eine Bank, aber wir müssen uns gar nicht halten. Haben wir weniger Leben? Egal, wir steppen durch das Steppengras. So, auf den schnellsten Weg hier über die Brücke jetzt zum Tempel hin. Oh nein! Ein Pappmacho-Cooper vor allen Dingen. Ganz genau. Oh, ein neuer Freund. Er sieht gar nicht so aus wie die faltigen Kerle. Das muss bedeuten, dass er unser Freund ist, oder? Nein, Bobby, das ist er nicht. Hallo, Stampfi, ich bin Bobob. Wie heißt du denn? Hm, der sagt ja gar nichts. Bobby, nein! Ach, ich hätte ihn von den Pappmachos warnen sollen. Du hattest gerade 5 Minuten dafür Zeit. Ah, das geht. Lol, okay. Okay. Ich wusste nicht mehr ganz, wie wir hier runterkommen. Aber okay, Kastanien, teilt das hier nicht, weil irgend so ein Idiot davor sitzt. Hallo. Ganz schön mütig, Mario, von einer Brücke zu springen, um den armen Bobby zu retten. Wir sind Papier. Meint ihr, Papier stirbt, wenn man es von sehr weit oben runterfallen lässt? Ich denke nicht. Wenn wir den ganzen Fall überlebt haben, dann er sicher auch. Nein, was? Wir gehen einfach diesen Weg hinauf, dann müssen wir ihn früher oder später finden. Ja, und da oben erleben wir gleich den größten Scam der Welt. Oh, ich hätte Bock eigentlich auf schmeckutastische neue Items. By the way, Link zur Mod sowie zum Mod-Ersteller unten in der Videobeschreibung zu Hunter Xuman, der das mit seinem Team hier ein bisschen entwickelt. Und ich liebe es. Ich bin so verliebt in diesen Hack. Es ist so cool. Hey, was ist das denn? Da kommt was runter. Das kommt in unsere Richtung gerollt. Oh, das ist bestimmt Bobby. Bobby! Ah, nicht Bobby, nicht Bobby, nicht Bobby.
Man kennt's. Danke für gar nichts. Saven. Da ist Bobby. Hey, was geht? Okay, Guys, hier zwischendrin ist gerade das Game gecrashed. Hier stand ein Goomba, der die Kastanien runterwirft. Und jetzt laufen wir hier durch. Erst die Kiste, Bobby. Ganz entspannt. Wir bekommen ein Schild. Wer wollte das nicht schon immer machen? So, komm jetzt her, Mr. Meister Bobby. Danke, Onkel Lem und Tantchen. Ihr habt mich gerettet. Ich bin nicht absichtlich von der Brücke gefallen, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, ich werde euch auch keine Umstände machen. Ach, meine zwei besten Freunde haben mir gerade das Leben gerettet. Das wird wirklich eine wunderbar tolle Erinnerung. Kein Problem. Wir sind einfach froh, wenn es dir gut geht. Ist das nicht was? Naja, du musst vorsichtiger sein, Bobby. Kein Kullern von Brücken mehr, okay? Und lass dem Video ein Like da, verdammt. Ich heiße doch Bob-Bomb, Tantchen. Kein Kullern mehr. Ganz bombiges Ehrenwort. Und abonniert habe ich natürlich auch schon. Können wir jetzt gehen? Ich habe ein kleines bisschen Angst vor diesen stacheligen Dingern. Ich tatsächlich gar nicht. Oh no. Oh mein Gott, wie weit fallen wir denn runter? So, we made it. Hier hoch. Speichern. Wichtig, wichtig, wichtig. No, ein Para. Wohin gehst du? Scam. Scam. Oh, dafür gibt's Pilze. Zwei Stück. Und eine Schatztruhe. Nein, Bobby. Du bist so ein... Genau. Genau. Also, das grenzt ja auch an Betrug. Was ein Gegner ist. Ich glaub das einfach nicht. Onkel, ich mein Mario. Toll, jetzt mache ich's auch schon. Wir kommen kaum ein paar Meter weiter und Bobby verschwindet schon wieder. Sucht er den Ärger oder findet der Ärger ihn? Schnell, wir müssen ihn finden. Ja, wir müssen ihn finden. Und ich weiß auch ganz genau, wo er ist. Kämpfen lohnt sich in dem Spiel leider überhaupt nicht im Vergleich zu den alten Paper Marios, Paper Mario 1 und 2, wo man ja wirklich Level-Ups und so bekommen hat. Ich glaube, in Paper Mario, in 3 Super Paper Mario, konnte man das auch schon noch... Ich weiß es nicht. Bobby, du bist auch selber schuld jetzt. Hier ist die Röhre. Ich hab sie. Let's go. Und wir kommen nach oben. Ganz genau. Oh nein, ich wollte ihn attacken. Guys, den Kampf schneide ich euch nicht raus. Den machen wir mal zusammen. Weil ich finde diesen Hammer ultra stark. Den Erdbebenhammer. Wir können so machen. Ihr denkt euch jetzt, hä, ist der dumm oder so? Nein, weil der Bebenhammer trifft die jetzt alle. Imagine, die Goombas sind direkt raus. Und der zweite Angriff geht dann auf die Stachis. Wenn ich es richtig time... machen wir 11 Schaden. Dieser Hammer ist legit so unfassbar stark und er macht manchmal mit Glück Zusatzschaden auf die Gegner, die anvisiert sind. Fertig. Easy. Also der Erdbebenhammer ist echt, echt stark. Dafür krasser Daumen nach oben. Aber die Kämpfe an sich sind viel schwerer. Einfach because die Gegner mehr Leben haben. Nein, was passiert jetzt schon wieder? Da rollt der Arme nach unten. Also nochmal, ja. Ich glaube, wenn wir jetzt... Ich glaube, wenn wir unten waren, eine Etage tiefer und jetzt wieder hochgehen... Ja, das ist so ein Scam. Imagine. Imagine, ihr wisst das nicht. Und damit wäre das auch geschafft. Und Bobby ist hier einfach am Schlafen. Ha, sieh ihn dir nur an. Wir haben die ganze Gegend nach ihm abgesucht. Eigentlich gar nicht. Und die schlimmsten Dinge ausgemalt. Und er schläft hier ganz, ganz friedlich. Stupst ihn mal ganz sachte an, Mario. Steh auf, du Stück Mülleimer. Wegen dir hätte ich alles absuchen müssen. Hm? Oh, ja. Ah, hallo, Onkel M. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Lustig, oder? Ja, ich hasse dich. Ihr habt richtig lange gebraucht, um hinterherzukommen. Da bin ich über etwas weggenickt. Aber wir können jetzt endlich weiter zum Tempel des wunderbar lecker schmeckt das durch Wasserpergamenton. Mama, ich bin ein Flugschrauber. Ha! Eigentlich Schmetterling. Ha! Falter Ego. Falter Ego, versteht ihr? Weil es ein Falter... Doch, ich mag die Jokes in dem Spiel schon. Die sind schon funny. Das ist halt genau mein flacher Papierhumor. Flach wie Papier. Versteht ihr? Ich habe mehrere Psychologen, by the way. Drei davon wollen nicht mehr kommen. Cash. Einfach 1000 Coins geschenkt bekommen. Wer würde nicht mal hier auf dem Berg hin nach Geld suchen? Ey, ihr werft Schnipsel in Löcher und bekommt Geld dafür. Ihr macht Bricks. Also, ja, okay, Bricks sind schon etwas härter. Ihr macht Backsteine kaputt. Ihr kriegt 1000 Euro dafür. What the hell, wie nice. Den Typen, der uns gerade da runter, der uns diesen ganzen Ärger überhaupt nur eingebrockt hat. Was steht hier drauf? Da wäre auch er gone. Können wir eigentlich von der Brücke nochmal runterspringen? Ich will es nicht probieren, weil ich keinen Bock habe, wieder hochzukommen. Oh, da oben ist ein pilzförmiges Loch. Lass uns da doch mal reinschauen.
Ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Das ist die Sonarstation, die wieder aufgemacht hat. Das habt ihr nicht mitbekommen, das habe ich rausgeschnitten in der letzten Folge. Ist auch relativ unwichtig gewesen. Aber wir können jetzt mit diesen Dingern uns in dieses Sensorlabor teleportieren. Das in der Picknickhöhe ganz am Anfang, das Haus, was komplett eingewickelt war und was so modern aussah und sowas. Lasst mich zeigen, was moderne Technik so kann. Mit dem Faxversand können wir uns verschicken. Ja, wir sind ja Papier, versteht ihr? Deswegen können wir uns im Faxversand verschicken. Ja, ich möchte es mal ausprobieren, um euch das Ganze natürlich auch zu zeigen, wie das funktioniert. Beziehungsweise, was das Sensorlabor überhaupt ist, weil da waren wir, glaube ich, noch nie drinnen. Genauso sieht's aus. Und da ist der andere tot. Es trifft sich sehr gut, dass du zu mir gefunden hast, Mario. Endlich ein passendes Testsubjekt. Ich bin der Forschungsleiter hier im Labor. Wir entwickeln hier Technologie, mit deren Hilfe man Dinge aufspüren kann, die man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Sensortechnik verändert die Welt. Das ist mega krass. Hier hast du zum Beispiel das Toad-Radar. Damit kannst du Toads sehen, beziehungsweise hören. Es gibt ein Signal von sich, wenn du in der Nähe von Toads bist. Und wir... Du springst jetzt hier rein und dann zeigen wir, also der Typ hinter der Kamera und ich, wie das Ganze hier funktioniert. Warum nicht einen Testlauf machen? Ich werde das nie benutzen. Weil das lame ist. Boah, einfach Portal. weil es ist halt einfach wack so. Seht ihr das? Das dreht's jetzt. Und ich habe eine Vibration am Controller. Und das war dann auch so ein Test. Ich musste jetzt ein paar Toads finden, die in Büschen und so versteckt waren. War gar nicht schwer so. Aber wir haben das jetzt und wir können es theoretisch benutzen, wenn wir wollen. Aber wir wollen halt nicht, zumindest ich nicht. Ich habe da gar keinen Spaß bei. Weil ich habe auch allgemein keinen Spaß, Toads auf Krampf zu suchen. Deswegen, wie gesagt, das Ganze hier ist ja auch kein 100% Projekt. Deswegen machen wir das ganz entspannt hier. Und da werden wir auch schon wieder back. Die Rücken auf Englisch. So, ich nehme jetzt noch so viele Schnipsel mit, wie es geht. Ja, komm, reicht jetzt. Wir brauchen ja nicht Tausende. No, nicht so einer. Ach, come on. So, in Anführungszeichen, gar kein Stress. Die Kämpfe, das Ding ist, weil die Gegner halt mehr Leben haben, dauern die Kämpfe auch einfach minimal länger. Also ich habe jetzt 5 Minuten für den Kampf gebraucht, wo halt 5 Gegner oder so drin waren. So, wir speichern hier. Das ist doch schön, dass wir speichern können. Denn an der Stelle sind wir für heute vorbei. Guys, ihr wisst Bescheid. Lasst auf jeden Fall ein Abo. Das würde mich super freuen. Und ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat. Dann freut es mich umso weiter, wenn wir beim nächsten Mal das Wasserpergament treffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.